Servus meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer nächsten Folge von One Piece Pirate Warriors 15.799.70, weil wir mittlerweile ja gar keine Chini mehr haben und wenn es so weitergeht mit One Piece, wird es auf jeden Fall so gehen. Nein, Odyssey. Wir sind stehen geblieben in der Eisruine. Wir sind jetzt mittlerweile beim dritten Video angekommen. Gute Stunde hat es auf jeden Fall gedauert. Wer ist das? Ruffy, geil. Wir finden langsam so für Ruffy und so und für etc. langsam die ganzen Würfelfragmente, was echt gut ist. Noch hat Zoro einen mehr. Aber er hat fast alle seine Fähigkeiten komplett. Eisentür. Cool. Erstmal eine Trophäe bekommen. Geil. Was ich gerade merke, ich muss eh meinen Controller wechseln. Machen wir kurz mal Controller wechseln. Moment. Oh Gott, im Himmel. Mitten im Video. Mitten im Video musst du einen Controllerwechsel machen. Das geht ja gar nicht. In der Schweiz wird schon da von der Knast kommen. Ganz so einfach. Jetzt ist okay, jetzt ist der Kragdienst und jetzt dann auf Wiedersehen gesagt, gell? Was, Bruder? Oh. Ruffy, oho! Jetzt aber. Oh, sorry. Stimmt, ich kann mit dem gar nicht auf Pfeiltaste runtergehen. Ist ein bisschen immer ärgerlich. Und Sanji hat 3. Wir finden gerade für alle. Gerade unsere Big Trees, sage ich jetzt mal. Für jeden die Fähigkeit. Aber ich glaube nicht, dass Ruffy so weit kommt. Doch, zack, Chopper 3, geil. Immer gleich einsetzen, weil man weiß nie, wann ich sie mal brauche. Armpoint. Da kann er nämlich nichts machen, außer schlagen. Was passiert? Wasser? Das ist schon mal gut. Das ist toll. Ausdrücklich einfällt. Da weitergegangen wäre. Da geht Chopper jetzt durch gleich. Chopper! Du tapst die mal so süß. Ich glaube, wenn ich eine Freundin habe, ich glaube, die wird Chopper mögen. Chopper ist so ein kleines, süßes Waschbärchen. Nein, er ist ein Rentier! Weiß ich doch. Weiß ich doch, dass er ein kleines... Ich liebe... Chopper ist eigentlich... Chopper ist, ich weiß auch gar nicht, ob die Chopper so weiterhin so, wenn wir mal endlich mal ein ordentliches Kopfgeld geben. Das erste Mal, wo er 50 Berry gekriegt hat, nur als Kopfgeld, fand ich das noch relativ lustig als ein Running Gag halt so. Mittlerweile ihm aber nur so 100 Berry dann zu geben, war schon sehr unverschämt. Weil Chopper kann, wenn er will, mit Abstand auch ein sehr starker Charakter sein. Und er ist er ja auch, also er ist ja auch clever, ist er nicht irgendwie ein Dümmchen. Er ist ja kein Blödmann, definitiv nicht. Mit seinem Rumble Ball ist er auf jeden Fall mit in der Kategorie einer mit. Also ist meine Meinung. Kann auch sein, dass jeder was anderes sagt.
Ich finde ihn aber mit Abstand in der Kategorie nicht natürlich stärker als Zorro oder Sanji oder Ruffy, definitiv nicht. Aber er könnte auf jeden Fall schon, nehme ich mal an, ordentlich Schaden richten, wenn er könnte. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Chopper dazugehört. Er könnte. Er kann, wenn er will. Ich gucke nur gerade, ob ich irgendwo noch hier Dings finde. Weil ich jetzt aufs Wasser laufen kann, sozusagen. Also aufs Eis. Ob da noch irgendwelche Würfelfragmente sind. So. Yes. Hat man ja eigentlich auch gesehen, je nachdem wie weit man ist. So, ich bin der Typ, ich gucke gerne den Anime. Und jetzt offiziell, jetzt wo ich mit euch noch spreche, wo ja Chopper gegen Queen auch gekämpft hat, hat er auch ordentlich Denne gegeben. Oh! Jetzt bin ich gespannt. Das ist nämlich Eis. Ist ein Eis. Ja. Jetzt mal gespannt. Warina. Ore tachi no hako. Kaeshite morau zo. Ganz weniger ein Wasserkoloss und eher ein Wasser- und Eiskoloss. Nix. Wir greifen einzeln an mit solchen Attacken. Machen ihn gut Schaden auf jeden Fall. So ist trotz allem bei wir kriegen. Nitoryu. Schauter macht 1-2. Ist gut. Frankie Fireball oder Frankie Cannon? Fireball. Bin ich gespannt, Frankie. Frankie Fireball! Ist gut. Wir bringt nix. Wahrscheinlich auch wenig. Doch, ein 6 Uhr. Das ist meine einzige Feuerattacke. Das ist easy. Ruffy jetzt den Rest machen langsam. So, Sabi!
Nein! Das ist bitter. Das ist bitter. Hau doch ab, ey. Ich konnte jetzt... Ey, nee, das ist die dümmste Aktion von mir jetzt, ey. Was bringt das? Der kann die ganze... Ach, weil Ruffy auch... Nein. Nein. Das gibt's nicht. Das hab ich noch nie geschafft, ey. Das hab ich ja noch nie fertig bekommen, ey. Ey, Leute, nee, come on. Das ist die dümmste Aktion. Das ist dumm. Das ist so dumm. Ich könnte mir selber ins Knie beißen, ey. Ach, Mann. Wieder mit Ruffy. Nie so die dümmste Aktion gemacht. Könnt mir jetzt echt, könnt mich beißen eigentlich dafür. Ach Mann, er. Nee, tauschen. Sorry, hab das doch nie. Kann die erst noch Zorro wiederbeleben? Hör doch auf. Nada. Boah, Leute, ich weiß gar nicht, wie ich mir den Arsch beißen kann, ja? Ohne Witz, ey. Ich würde mir mein Knie abbeißen. Normalerweise müsste ich jetzt komplett aufhören, eigentlich. Controller in Action schmeißen, einfach laufen lassen und die Aufnahme später erst beenden. Dass ich so ein großes Video habe, so über 8 Stunden, und ich lade es einfach hoch und ihr merkt, wie sauer ich eigentlich bin. Über mich selber, über meine eigene Dummheit.理由は話せ。これは政府の取り決めだ。従ってもらおう。どうだった？説明もない命令には従えんと言い張りおった。だが、出すしかあるまい。バスターコールの指令をな。 神の息吹は惜しいが仕方ないだろう。どうかしたのか、アディオ。いや、この石が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなくお前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。ははは、悪くない趣味だろ。 そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明って。
ってやつ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ。かっこいいぞ。そう思うか。ああ、気に入った。Ich bin stocksauer eigentlich immer noch, deswegen hätte ich ja schon längst wahrscheinlich geredet. Aber ich lasse es sein. Alles gut, ich...巨像はあと何体いるんだ。島に残った巨像はあと1体のはずだ。よし、もう少しだ。力を全ねえ、メモリアキューブってあんなに安定しないものなの？どういうこと？時々制御できないようになるの。あなたの感情が反映されてるとも考えられるけど、そこまでおかしな状態になるとは思えないわ。そう。Ich bin immer noch brutal sauer. Ich kann's nicht glauben, ey. Ohne Witz.So ein einfacher Gegner eigentlich. Und ich mach so einen Bockmist. Hat sie eine andere Augenfarbe bekommen? Bisschen rötlicher? Oder hat sie die ganze Zeit schon so gehabt? どうだ、そっくりだろう。こいつはある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって栄華を誇った立派な一族さ。わかるか、俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害に遭ってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために到達することができないんだよ。力？隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ、別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならないからな。神の息吹を起こすには島の危機と判断させるため4つの巨像を倒す必要がある。だが巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され、支配者の資格を失う。そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな。インタレサント。アディオは正しいことをしているもの。きっとルフィも許してくれる。Also bestätigt es langsam ein bisschen meine Vermutung, dass Aidor eventuell der Willig die Insel, der will die ganze Insel kontrollieren. Ich glaube, da wird richtig, richtige. Ich glaube, da will die Insel später schweben lassen, wieder nach Hause. Nehme ich mal an, mit seinen Händen, mit seiner Fähigkeit, was auch immer. Ist mal meine Meinung. Kann gut möglich sein, muss aber nicht. Kann auch verkehrt liegen.Nee, ich bin weiterhin sauer. Ich bin dann nachtragend.
Kann sein, wenn ich den nächsten Kampf mache, dass ich den Gegner komplett zerstören werde. Also wenn es den nochmal geben wird, ich knall den so hart weg, ey. Ich kann es euch gleich sagen. Chotto mate, Rim. Dou shita no? Saki ni meshi da. Haraetta. Itsumo no koto da keredo, kinchou kan ga nai wa ne. Luffy wa donna toki demo kuishinbou nano ne. Tsugi wa doko ni mukau no? Kono kyūbu wa Boah. Nein. Koko wa dou iu basho nano? Ore ga ace wo tasuke ni itta basho da. Dattara sono ace wo tasukeru koto ga Luffy no subeki koto ne. Ah. Sou da yo na. Luffy, o mae. Ore nara daijoubu da, Usopp. Och nein. Yosh, minna, iko. Der Marine fort noch mal. Oh Gott, krieg ja wieder Plärrattacke, ey. Das gibt's doch gar nicht. Boah, ich krieg eine Plärrattacke, das sag ich euch jetzt schon. Och nee. Jetzt, wo wir jetzt ein bisschen eingekauft haben, können wir jetzt gerade noch mal kampieren. Also wird's ab da wahrscheinlich instabil. Brook kann man die ganze Zeit nicht einsetzen können. Da kommt später erst. Wir machen hier einen Cut. Ich werde noch abspeichern und Schluss machen fürs Erste. Und nebenbei mal ein bisschen was anderes kurz spielen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich bin, Dings, das lässt mich gerade, das lässt mir gar keine Ruhe, dass ich so hart verschissen habe, obwohl ich ja eigentlich ganz normal weiterspielen kann. Das ist dumm hoch 10 eigentlich so eine Aktion gerade gewesen. Das zeigt einfach gar keine Klasse gerade. Bedanke mich trotzdem, dass ihr zugesehen habt und ordentlich einen Daumen nach unten geben jetzt dafür. Das will ich sehen. Danke, meine Freunde. Bis dann.